In unserem Wochenthema Osterbräuche verschlägt es uns heute ins Tiroler Oberland. In Imst gibt es nämlich den Brauch, wer hat die längste Palmlatte? Jährlich am Palmsonntag findet der Wettbewerb dazu statt. Ob groß oder klein, ob alt oder jung, alle machen mit, wenn es am Palmsonntag in Imst wieder heißt, wer hat die längste Palmlatte? Der Brauch beschäftigt die Beteiligten das ganze Jahr über, denn schon im Sommer und Herbst werden im Wald die Bäume ausgewählt. Man sucht nach guten Fichtenstangen und fällt sie anschließend. Am Kar-Samstag werden sie rausgeholt, zusammengebunden und verziert. Am Palmsonntag treffen wir uns um 6 Uhr in der Früh mit den ganzen Kindern. Wir haben heuer 26 Kinder gehabt bei unserer Palmlatte. Und dann gehen wir von der Bezirkshauptmannschaft, da wo wir immer bauen dürfen, gehen wir dann bis in die Oberstadt zur Pfarrkirche. Da muss bis 8 Uhr aufgestellt werden, weil dann fängt die Kirche an und dann müssen alle aufgestellt sein. Das heißt, der, was bis 8 Uhr aufgestellt hat, wird automatisch vom Wettbewerb wird gestrichen. Danach geht's übers Bergl. Dort segnet der Pfarrer die Palmlatten und sie werden zum zweiten Mal aufgestellt. Was allerdings nicht immer funktioniert, manches Mal brechen sie auch. Man hat nur 20 Minuten Zeit zum Reparieren und da hilft man eigentlich auch gerne, auch wenn eine andere bricht, hilft man da immer ein bisschen mit, weil es sollte ja immer noch Freundschaft bleiben. Wir haben eine gute Freundschaft unter den ganzen Palmlatten und da hilft man eigentlich schon ein bisschen immer mit. Dann kann es auch schon weitergehen. Der dritte Stopp steht an. Dann geht man wieder Richtung Pfarrkirche. Bei der Pfarrkirche werden sie vorne hergelegt und dann werden sie liegend gemessen. Dann schaut man, wer die längste hat und dann wird das dritte Mal nochmal aufgestellt. Das klingt im Grunde sehr einfach, doch der Sieger muss erst noch beweisen, dass die Latte auch beim dritten Mal standhält. Letztes Jahr zum Beispiel war es, da ist auch um 10, 15 cm waren die anderen länger. Dann hat es geheißen, ja okay, das ist ein Erster und dann stellen sie auf, ist gebrochen und war in drei Teile und somit ist dann der zweite Erster geworden. Das Ende einer jeden Latte besteht aus einem gebogenen Haselnusszweig, dem sogenannten Zwift. Damit wird die Verneigung vor Jesus' Einzug in Jerusalem symbolisiert.